Hi. Wir sind die Claudi. Jön. Und zusammen sind wir. Ja, wir haben uns gedacht, wir erzählen euch mal ein bisschen was über und von uns, wer wir sind, seit wann es uns gibt, wie es dazu gekommen ist und was wir eigentlich Schönes so im Detail machen. Okay. Ja, also wer sind wir? Die Namen kennt ihr, die Marke kennt ihr, aber wie ist da der Zusammenhang? Voyeur ist von uns entwickelt, unsere Marke, wir sind die beiden Designer. Aber nicht nur das, wir entwickeln nicht nur die Styles, wir entwickeln auch die Schnitte. Wir gradieren die Schnitte, wir geben die Sachen runter in unsere eigene Näherei, hier in unserem Haus, alles unter einem Dach, in Deutschland, Mühlau. Und das macht unsere Marke aus. Seit wann machen wir das? Seit 2016 gibt es die Marke Voyeur. Aber alles hat viel, viel eher angefangen. Das Haus, die Firma, die gibt es schon bereits seit 1882. Das heißt, seit wie vielen Jahren? Über 140. Über 140 Jahre. Gott, sind wir alt. Nein. Wir sind die fünfte Generation. Das heißt, vier haben schon den Job vor uns gemacht. Aber nein, nicht alle Unterwäsche, sondern seit etwa 1993 im Bereich der Unterwäsche und erotischen Unterwäsche. Aber stopp, wie sind wir nun dazu gekommen? Also zusammen haben wir studiert, schon naja, viele Jahre her. 2011 und 12 haben wir abgeschlossen. Claudi als Textildesignerin. Jörn als Modedesigner. Und uns direkt selbstständig gemacht mit einer Lifestyle-Sportmarke namens Neonan. Tja, und um Geld zu verdienen, haben wir parallel in der Gründungsphase unterrichtet an einer privaten Fachschule für Grafiker und für Modedesigner. Tja, und so kommt das eine zum anderen. Unsere Dekanin damals hatte uns davon erzählt, dass hier in Mühlau eine Näherei Nachfolge sucht. Und eines Tages haben wir uns ins Auto gesetzt und sind dahin gefahren. Da saßen wir nun. Ein schönes Gespräch. Ein Raum weiter mit den zwei zukünftigen Rentnern. Und ja, haben so gesehen, was sie Schönes machen, ihre Geschichte, die vier Generationen davor, wie es gerade aktuell aussieht. Und tschu, wir haben uns quasi in das Haus, in die lieben Näherinnen und in diese Problematik sofort verliebt, dass wir uns gesagt haben, nein, nicht der ursprüngliche Plan, wir holen Nähmaschinen nach Dresden, sondern wir gehen einfach Richtung Chemnitz. So kam es dann auch. Das war 2015. Und 2015 haben wir mit Riesenfreude die Sachen übernommen. Damals war eine Eigenmarke im Haus, die nannte sich Robinson. Die Insider von euch kennen die vielleicht noch. Und da haben wir erkannt, Robinson fetzt, aber das hat im großen World Wide Web keine Chancen, dass wir uns gesagt haben, wir brauchen einen eigenen, einen neuen Namen. Und ja, ich denke, zu dem Namen selbst, Voyeur, erzählen wir euch dann später noch was. Wie ist der Name Voyeur entstanden? Vielleicht habt ihr Ideen? Schreibt es uns doch drunter. Oder schreibt uns an. Vielleicht wisst ihr es sogar schon. Tja, jetzt sind wir doch schon eigentlich bei der letzten Frage. Ja. Was im Detail machen wir Schönes? Also, als wir bei dem älteren Ehepaar so saßen und uns angehört haben, was die Näherei so ausmacht, haben wir hinter den Ehepärchen hunderte von Modellen gesehen, die sie als Muster dahängen hatten. Und das war so überwiegend Feinripp und Unterwäsche und Bademoden. Und dazwischen so ein paar kleine Teile, die mit schwarzem Leder hervorstachen. Reißverschlüssen und Nieten und Ösen und allen möglichen Schnickschnack. Ja, so wie das hier. Und wir dachten, wie passt das zusammen? Dieses ältere Ehepaar war so ganz regulär über ihre Näharbeiten geredet haben, macht erotische Herrenunterwäsche. Wie das ist da. Und ja, sie torten es und sie machten es auch mit Freude. Und wir dachten, schon allein die Näherei und schon allein, wie dieses ältere Ehepaar auf uns wirkten, war für uns schon Grund genug, um zu sagen, das wollen wir gerne weiterführen, das soll nicht aussterben.
Aber dass das dann noch dazu kam, war dann natürlich noch das i-Tüpfelchen. Wir haben sofort gedacht, cool, dieses Thema, das müssen wir unbedingt weiterführen. Und so haben wir dann erotische Herrenunterwäsche begonnen zu kreieren, zu designen, umzusetzen, weiterzuentwickeln und sind immer wieder gespannt auf eure Wünsche, auf eure Anfragen und wollen gerne, dass ihr glücklich seid. Und das mit diesen Sachen. Ja. Ach so, wir machen nicht nur erotische Herrenunterwäsche, wir machen auch ganz normale Herrenunterwäsche. Sportunterwäsche, Sportbekleidung, Badeunterwäsche, aber meistens alles ein klein bisschen knapper als regulär. Aber dazu können wir euch auch noch später mehr erzählen. Jetzt habt ihr uns erstmal kennengelernt und wir freuen uns drauf, euch mit weiteren Videos zu beglücken und euch Fortsetzung folgt. Mehr Details und Insiders über uns zu erzählen. Wenn es euch irgendwas ganz besonders interessiert, schreibt uns und mal sehen. Vielleicht könnt ihr dann bald mehr darüber erfahren. Bis dahin, eine schöne Zeit, bis bald und macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.